Februar 1955 kommt das Paar nach Deutschland, wo Soraya begeistert empfangen wird. Ihre Mutter ist Deutsche und Soraya hat hier studiert. In Hamburg besuchen sie ein Waisenhaus. Der Schah wartet bereits ungeduldig auf ein eigenes Kind. Er will einen Thronfolger haben. Als wirklich festgestellt wurde, dass sie wirklich nach 7 Ehejahren keine Kinder bekommen kann, hat der Schah zu ihr gesagt, verstehen Sie mich jetzt richtig, ich muss mir eine Nebenfrau nehmen, eine Zweitfrau, mit der ich Kinder haben kann, die mir einen Thronfolger, einen Thronerben schenkt. Und hat Soraya gesagt, nein, also sie wäre immer Kaiserin geblieben, an seiner Seite. Und hat sie gesagt, nein, Mohammed, sie nannte ihn Mohammed, das kann sie von mir nicht verlangen, mit meinem europäischen Denken kann ich das nicht vereinbaren. Ich fahre jetzt in die Schweiz und seien Sie so freundlich und geben Sie dann, wenn ich in der Schweiz gelandet bin, in Zürich, die Scheidung bekannt.